Kräuterbeet. Ich weiß nicht, wie viel von der Scheiße rausgemacht. Johannisbeeren. Und die Scheiße, die so meint, ist Unkraut immer noch. Jo, hallo Neuner, heute ist der 22.03., der 22. März 2014, es ist Samstag. Inzwischen ist ja auch Frühjahr und es ist ein sonniges Frühjahr. Ja, Mensch, ihr kommt gerade richtig, um uns bei diversesten Baustellen zu helfen. Wie zum Beispiel hier draußen. Die geht einmal rund ums Haus. Da haben wir nämlich endlich unseren Anschluss an die Abwasserleitung gekriegt. Unsere Grube wird damit überflüssig. Ne, wir erinnern uns, letztes Jahr war ich ja kurz vom Internet getrennt, weil vorne wir die Grube gesetzt gekriegt haben. Und dabei hatte ja die Telekom dummerweise ihre Kabel nicht ganz so verlegt, wie sie es eingezeichnet hat. Und da waren wir halt 6 Tage ohne Telefon und Netz. Die komplette Straße. Na, langsam bezieht sich's aber. Ja, eigentlich hätte es ja auch heute Morgen schon regnen sollen. Weil gestern Abend hat es geregnet und mieselt und heute Morgen soll es auch mieseln. Ja, hier vor der Tür haben wir auch ein großes Loch, weil hier kommt ja quasi unser Wasser aus dem Haus raus, also hier unter dem Beet durch. Jetzt haben sie da hinten in die Grube. Jetzt haben sie davor quasi einen Abzweig gemacht und es um die Ecke rumgeführt. Ja, muss sein, wenn das durch ist, dann sind wir aber erstmal erledigt. Dann können wir die Grube zuschütten. Und dann ist gut. Ja, da hinten das Feld, das da ist auch schon bestellt. Da sind Möhren und die Reihen, die man sehen kann, sind Zwiebeln und einmal drumherum ist Knoblauch gesteckt. Und wenn diese blöden Amseln mal die Zwiebeln in Ruhe lassen würden, weil die zupfen die immer oben an den Mützen quasi immer aus der Erde, sodass du einmal morgens dran lang gehen musst und wieder alle reinstecken kannst. Inzwischen sind sie alle halbwegs angegangen, aber die zupfen die auch mit Wurzeln noch raus. Also wenn da nicht richtige Wurzeln sind, ist Mist. So, dann werde ich mal mir das Sandwichbrot zum Frühstück basteln. Ja, wir Frühstücksprokrastinieren noch ein bisschen. Aber in die Anas Anzuchtstation, da tut sich schon was. Die Salatgurke. Ja. Und irgendwo kommt Tomate, hat sie gesagt. Die Zucchini haben sich auch schon gehoben. Die Zucchini bewegt sich auch schon. Ja, und da hinten ist Tomate. Ja, da ist eine Tomate. Da kommen sie und da und da und da. Ja, haben sie auch einen schönen Platz hier drin. Ja, alles andere, Kohle und so, wird auch vorgezogen, aber nicht hier, sondern draußen im Gewächshaus, weil ansonsten hier es immer so hochgeschlammert ist. Und wenn man sie rausgepflanzt hat, lagen sie sofort um und kriegten einen hinter die Ohren. Und was noch viel cooler ist, das sehen wir nachher nochmal, unsere Pfirsichbäume, nee, das Gelbe ist die von Südsee, sondern der davor, die wir vor 2 Jahren selbst gezogen haben, die Anna selbst gezogen hat. Die sind ja auch schon älter als 2 Jahre, oder? Ne, die sind 2 Jahre. Ja. Okay. Die blühen. Also die Blühen gehen langsam auf. Wir müssen mal die Erdbeerminze nochmal rausnehmen, die verteilt sich da auch schon wieder im ganzen Beet. Da müssen wir auch einen Topf verpassen. Ja, dieses ganze Unkrautzeug, was man dann so als Gartenkräuter bezeichnet. Wir gucken uns die Pfirsichblüten an, weil da ist ja der zweite Baum. Kann man nur nicht sehen, sind noch keine Baum. Ja, und das war's auch mit der Sonne. Pfirsichblüten. Ganz schön viele. Mal gucken, wie viele Pfirsiche da dran sitzen. Eine morgendliche Zwiebelinspektion hier. Das Radieschen. Im Wechsel mit Zwiebel. Und die Zwiebeln sind auch schon alle auf. Was auch gut wächst, ist Unkraut. Unkraut hat ja so echt manchmal Anlaufschwierigkeiten, aber wenn es denn erstmal Fuß gefasst hat. Genau. Hier ist nämlich die andere Anzuchtstation. Unser Mini-Blumenkohl ist schon aufgegangen. Der Weißkohl ist schon aufgegangen. Der Rotkohl sind schon ein paar aufgegangen. Das Unkraut und die ist schon Kohlrabi. Ja, hier, das Unkraut ist schon aufgegangen. Da, hallo? Ah, da hinten. Weißt du, da sind 2, 3 kleine Spricker Unkraut. Unkraut! Da, ja. Unkraut! Ja, und das hier ist. Steffi einladen. Das hier ist unsere Baustelle. Ja, also. Da ist der Abzweig. Meine Tulpen kommen. Und dann geht das hier lang.
bis da vorne. Nachdem sie sie ja schon das erste Mal zugeschüttet haben. Ja, dass diese Bauarbeiter keine Gärtner sind. Was wird denn das hier? Was? Da haben sie jetzt die ganze Büsche grün zugeschüttet. Sand reingefallen, ja. Das ist wohl von der Baggerschaufel gefallen. Das sind halt Bauarbeiter und keine Gehirnchirurgen. Also jetzt so von der Feinmotorik her. Die andere Baustelle, an die wir dran müssen, wenn wir vom Einkaufen wiederkommen, ist nämlich diese hier. Die zieht sich einmal durch alle Stockwerke des Hauses. Das ist nämlich unser Treppenhaus. Das ist Schnuffel mit kalten Füßen. Das wärmt sich nämlich gerade die Füße da. Kalt. Ja, und es war wieder ganz toll, die Tapete da abzureißen. Die ging nämlich stellenweise überhaupt nicht. Aber dafür habe ich nämlich unsere Haustechnik jetzt eingebaut in die Wand. Das sieht gut aus. Das ist hübsch geworden. Das ist nämlich Netzwerk und Telefon. Oder Formtapetieren sauber machen. Und da ist nämlich ganz oben. Und ich mit Höhenangst hier drauf rumbalanciert. Das war, was meinst du? Das war die ersten bis hier machen, wo quasi die auch anfängt. Also das war mit der obersten hier aufhören oder was? Kriegen wir das überhaupt gerade hin? Ja, kriegen wir gerade hin. Wir sind ja keine kleinen Dummen und wir tapezieren ja nicht zum ersten Mal. Abgesehen davon, dass die Decke gestrichen wird. Die da. Ja, aber ja die Seiten nicht. Es ist ja nicht so, als wenn wir prokrastinieren, weil wir keinen Bock haben, diese Arbeit im Treppenhaus zu machen. Nee, es ist eher, weil wir keinen Bock haben, einkaufen zu gehen. Ja. Ne, weil das, was man ab dem 1.4., wenn unser Auto wieder läuft, in 20 Minuten erledigt, brauchen wir jetzt nämlich ungefähr 2 Stunden für. Hinfahren mit dem Bus, zwischendrin auf dem Bus warten. Eigentlich Einkauf macht die wenigste Zeit. Alles so seine Vor- und Nachteile. Es regnet. Jetzt sind wir zwar schon ins Wartehäuschen gegangen, aber blöderweise kann man jetzt natürlich nicht sehen, wenn aus der anderen Richtung der Bus kommt. Haben wir eben fast richtiges Bushaltestellen-Chaos verloren. Weil wir auf der falschen Seite waren und der Bus kam gerade. Und dann dachte ich, jetzt wartet der, dass wir uns bewegen und einsteigen. Und gab ihm immer Zeichen, dass wir auf die andere Seite, auf den Bus auf der anderen Seite warteten. Ja, da kam der von der anderen Seite schon. Da mussten wir erstmal quer über die Straße spritzen. Aber ist nicht so schlimm. Jetzt hängen wir in der nächsten Bushaltestelle, weil wir auf den Anschlussbus warten, der aber noch nicht an seiner Endstation steht. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen Zeit verbringen hier. Haben sie wieder umgeräumt, aber da ist es. Weinsteinbackpulver. Braucht man meistens für Lokalbacken. Muss ich mal meinen Mayership hier bei Kaisers verlängern. Mal einchecken. Ja, ich weiß jetzt, wo Einkaufsbummel herkommt. Also, man verbummelt ganz schön viel Zeit beim Einkaufen. Naja, wobei wir mehr Zeit verbummelt haben beim auf den Bus warten und fahren. Also, jetzt, ich finde nicht, dass wir besonders viel Zeit im Supermarkt verbringen. Ja, aber das auf den Bus warten gehört ja dazu. Das ist ja das Zeitverbummeln beim Einkaufen. Wann kommt denn der Bus? Weiß ich nicht, das ist doch ein Plan. Kommt der Bus? Ach, was ist das Arbeiten nach dem Einkaufen so anstrengend? Na, Schnuffel? Mhm. So voll anstrengend. Muss ich erstmal aus und von der Tortur. Ja, ne? Ja, erstmal ein bisschen Kaffee trinken. Beziehungsweise die anderen trinken Tee. Ach, ja, und dann halt so Arbeitsbereitschaft herstellen. Also den Willen dazu vor allem. Neben das hier auf 3 Stockwerken die Tapete natürlich wieder richtig scheiße abging, war ich noch ein bisschen der das Ganze verzögert hat, weil da unter liegt nämlich die Netzwerkverkabelung. Ich musste natürlich dann oben die auch noch anbringen und dadurch, dass es immer so Kassetten sind, musste ich immer an den Übergängen, musste ich immer quasi Löcher bohren und dann Schächte machen, damit ich die dann wieder da reinfädeln kann, weil ansonsten sind diese Zwischenwände alle so, ja, Holzlatten und auf die sind Spanplatten geschraubt, auf die wiederum Riegelsplatten getackert sind. Eigentlich ganz gut, auch so zum Verlegen von Gabel, außer man muss über 3 Stockwerke, dann ist das ein bisschen fummelig. Na gut, und dann unten den Kasten da reinsetzen, den musste ich erstmal passig sägen, weil der war ein bisschen zu tief.
Ja, und dann, wenn die Kabel alle gelegt sind, muss man natürlich auch gucken, ob alles noch funktioniert, ehe man es zuspachtelt. Ja, und dann hat man halt sowas wie hier oben da das Fenster und stellt fest, oh, da hat jemand so 2 Finger dicke Spalte mit Silikon ausgespritzt und das hält aber gar nicht. Muss man halt auch wieder zuspachteln, so eine Scheiße. So, und jetzt, ehe wir anfangen oben zu streichen, muss ich nochmal so die trockenen Papierfetzchen abmachen und dann wird gestrichen und tapeziert. Wird halt auch Zeit, dass das fertig wird, weil der ganze Dreck permanent geht einem doch auf den Keks irgendwann. Kannst du sauber machen oder nicht, hast du ja dann doch immer wieder irgendwelche Fetzchen und von der lustigen Raufasertapete hier das lustige Holz rumliegen. Ist auch das, was noch an der Wand klebt. So, ich finde, wir können streichen. So, bin ich ja mal gespannt, wie oft wir überstreichen müssen, weil so schlecht wie die Tapete abging, ist das natürlich auch nicht grundiert. Das heißt also, die Farbe wird da gut reinziehen. Alter, jetzt muss ich echt das Halogenlicht ausmachen. Die Farbe trocknet schneller, als man sie verstreichen kann. Von hier unten sieht es ja ganz okay aus. Das war jetzt so. Na, ist noch nicht so richtig getrocknet. Hilft ja nichts. Müssen wir jetzt über Nacht trocknen lassen und dann morgen nochmal nachstreichen. Vor allem mit flüssigerer Farbe. Wie gesagt, die trocknet ja am Pinsel, die Farbe. Ist eh gleich 5. Schluss für heute. Heute gibt es ja noch einen Gaumenschmaus. Gefüllte Champignons mit Hackfleisch. Nom 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 nom. Und vor am Ofen. Es folgt die Vorspeise. Ziegenkäse in Speck auf eigenem Feldsalat. Ziegenkäse in Speckmantel mit Veilchen und Pflücksalat. Nee, Feldsalat mit Tomaten. Ist auch pflückt. Ja, hat nämlich diese Frau hat den nämlich handverlesen. Ja. Und sauber gemacht. Handgepflückt auch. Und handgepflückt. Licht aus. Ja, Licht aus, Alter. Ey, wir müssen uns jetzt voll beeilen mit dem Film. Mit unseren gefüllten Champignons. Weil nämlich das Schnuffeln, das hat voll Hunger. Weil das hat ja immer Hunger. Und weißt du was? Ehe was zu futtern gibt, ne? Sagen wir nämlich tschüss. Tschüss, Schnuffel. Tschüss, Schatz. Alle für mich, ja? Wenn du jetzt gehst, kann ich alle 6 alleine essen. Das hätte sie gerne.